Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Zungenpiercer, Zompiercer meine ich natürlich, einem neuen Zombie-Game. Hier geht es um Looting, Survival und auch Crafting. Unsere Hauptbase ist ein Zug, was ich sehr, sehr interessant finde, weil es einfach mal was Neues ist. Ich habe bis jetzt nur 2-3 Minuten angespielt, um zu schauen, ob die ganzen Aufnahmesettings und so weiter passen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Und da geht es auch schon los. Was zur Hölle? Was ist das für ein Geräusch? Sirenen? Ja, klingt ganz stark danach, würde ich mal sagen. Es wird anscheinend auch schon fleißig geballert da draußen. Wir befinden uns hier anscheinend in einem Wohnheim. Zumindest sind hier sehr, sehr viele Betten in einem Raum. Vielleicht werden aber auch einfach nur versaute Partys hier geschmissen. Man weiß es nicht genau. Ist das ein Zombie? Ist da hinten? Kann es leider kaum erkennen, weil Fenster sind ganz leicht verschmutzt. Frühjahrsputz ist schon ein paar Monate her anscheinend. Aber das könnte natürlich ein Zombie da hinten sein. Ach, hier unten, da ist noch einer. Guckt der zu uns hoch? Guckt ein bisschen gruselig, der Kleine. Verdammt, Zombies am Tor. Naja, wir schauen mal weiter. Aus irgendeinem Grund sind auch die Beschädigungen der Betten alle gleich. Also vielleicht habe ich ja mit meiner Theorie recht, von wegen... Schauen wir nochmal hier raus. Es scheint, als hätte jemand versucht, die Basis mit dem Auto zu verlassen. Er hat jedoch die Kontrolle verloren und ist in einen Baum gekracht. Ja, das sieht stark danach aus. Es brennt auch. Vielleicht sollte das mal jemand löschen. Sirene ist doch schon an. Wo sind die Jungs von der Feuerwehr? Wieder alle nur am Saufen, so wie man sie kennt. Ich brauche meine Schuhe, meinen Rucksack und irgendeine Waffe. Dann gucken wir doch mal. Hier finden wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Gucken wir mal hier in die Schränke rein. Und da haben wir Schuhe. Hey, nimm die mit. Ach, Hold F, Take All. Alles klar, man sollte vielleicht einfach mal lesen. Und hier haben wir auch schon den Rucksack. Da haben wir doch schon fast alles gefunden. Und eine Waffe haben wir hier auch noch. Na, das ging ja mal wirklich super schnell. Hier stehen ja überall Preise dran. Aber wenn kein Kassierer da ist, dann darf man es auch einfach mitnehmen. Mache ich im Real Life auch immer so. Wenn gerade keiner an der Kasse sitzt, einfach rausgehen. Das darf man, habe ich damals in der Schule gelernt. Okay, wir haben schon mal eine ganze Menge gefunden. Ins Inventar kommen wir mit der Taste Tab. Für alle, die dies auch zocken. Ich habe am Anfang ein bisschen gesucht, als ich kurz angespielt habe. Ich wollte mich zumindest mal etwas mit der Steuerung vertraut machen. Wir haben einmal einen Baseballschläger. Hier so ein kleiner Dolch, würde ich sagen. Das packen wir doch auf jeden Fall alles mal ein. Und mit der Taste G kommen wir... zu unserem Charakter. Wir sind der Kleine hier mit großen Füßen. Weil wir müssen anscheinend viel laufen hier im Spiel. So, Schuhe kriegst du natürlich, mein Guter. Und den Rucksack würde ich dir auch noch aufsetzen. Und damit können wir 30 statt 10 Kilo einpacken. Das ist natürlich schon mal viel wert. Wir kriegen anscheinend noch einen Helm und auch noch sowas Schönes hier. Schauen wir mal, wann wir das alles noch finden. Ach hier, Close. Können wir das anziehen? Nö. Na gut. Dann haben wir hier anscheinend alles gelootet. Weiß nicht, was mit dem Licht los ist. Weil ich mich drehe, fängt es an anzugehen. Ist das hier genauso? Es ist genauso. Wir hören auf jeden Fall schon eine ganze Menge Zombies. Ich hoffe ganz stark, dass hier noch keine im Haus sind. Ich habe tatsächlich in meiner Probeaufnahme bloß bis hier vorne zu dem Raum mal kurz durchgelaufen. Beziehungsweise bis zu dem Raum gespielt, wollte ich sagen. Sehr viel mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Das mit dem Licht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Weiß nicht, was haben wir da oben alles? Wir haben einmal 100 Gesundheit. Das andere scheint die Ausdauer zu sein. Danach haben wir Hunger, Durst. Das andere ist ein Mond mit ein paar Zettes. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich schlafen. Und was das mit dem Auge ist, das vielleicht daran, also bedeutet... wie wir gesehen werden, ob wir gerade... Obwohl, wenn ich mich drücke, wird es ja nicht mehr. Wie weit wir vielleicht sehen. Verdammt, diese Basis wurde von Zombies eingenommen. Ich muss von hier verschwinden. Ach du Scheiße, was ist denn hier draußen los? Schulbus auch abgefackelt. Bildung ist auf jeden Fall nicht mehr am Start. Auch hier wieder die Betten. Alle die gleichen Beschädigungen. Und die Decken liegen auch überall gleich da. Vielleicht habe ich wirklich recht mit meiner Theorie. Und hier haben sich mehrere Männer mit einer Frau getroffen. Oder vielleicht auch mit mehreren Frauen. Man weiß es nicht.
Toiletten sind auf jeden Fall einigermaßen sauber. Da wurde gut drauf geachtet. Haben wir hier noch was zum Looten? Hier haben wir noch was. 5 Euro oder Dollars. Mann, ach, ich drücke mal die falsche Taste. Badewanne ist leer, Spiegel sind alle kaputt. Hier haben wir nichts drin und hier haben wir noch etwas dabei. Ja, mit Essen und Trinken würde ich sagen, beschäftigen wir uns etwas später. Jetzt aktuell sieht es ja noch ganz gut aus mit unseren Stats oben links. Die Sirene geht mir ein bisschen auf den Keks. Ich würde sagen, wir trauen uns mal runter. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier irgendwo ein Zombie ist. Können wir sneaken? Ja, wir können sneaken. Aber ich denke mal, gleich am Anfang im Haus wird uns das Spiel bestimmt nicht überraschen. Ich kann mich nicht durch diese Menge bis zu den Autos durchschlagen. Ja, das würde ich auch denken. Ich sollte so viele Vorräte wie möglich mitnehmen und mich dann zum Zug durchschlagen. Der beste Weg führt durch den Lagerbereich der Basis. Okay. Also geht's jetzt schon auf zum Zug. Ich hatte es vorab schon mal in der Spielinfo gelesen, dass wo unsere Hauptbasis ein Zug wird. Ich finde das ziemlich geil. Oh, warte mal, hier. Ja, wir können sie ausmachen. Ich hoffe mal, dass das jetzt schlau war. Na, eine bewegt sich, die anderen stehen da wie angewurzelt. Von daher bin ich mal gespannt, was der Zug so in sich hat oder was wir alles machen können, ob wir hier hin und her fahren können oder ob es einfach nur ein stehender Zug ist, den wir uns ausbauen. Wir kommen hier nicht rein. Kann ich da kloppen? Klopp nochmal. Okay, das kostet uns anscheinend Ausdauer, wie man oben sieht, und Rennen anscheinend auch. Können wir noch springen? Nein, da rutschen wir. Mach's nochmal. Okay. Springen geht anscheinend nicht. Wir gucken hier nochmal kurz durch. Wir haben... Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Ist etwas ungewöhnlich, wenn E die Aktionstaste ist und man dann mit F alles nimmt. Aber was soll's. Gebt mir ein paar Minuten, dann habe ich mich auch daran gewöhnt. Was haben wir hier Schönes? Eggs and Butter. Bread and Milk. Die Einkaufsliste. Aber ich glaube, mit Einkaufen wird hier mittlerweile schwierig. Wir befinden uns übrigens im Jahr 2035. Es gab einen kleinen Anfangstext, als wir das Spiel gestartet haben, aber ich wollte euch nicht gleich zum Anfang damit langweilen, da der Text etwas länger war. Also wir sind im Jahr 2035, es ist mal wieder eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Am Anfang schien alles noch ganz gut, weil die Infizierten nicht so wirklich weiter infiziert haben. Das hat sich dann aber schnell gewendet und die Welt ist mal wieder im Chaos ausgebrochen. Dann haben sich aber ein paar Menschen zusammengerafft und Vorräte und Überfälle geplant, beziehungsweise Vorräte aufgesammelt und Überfälle geplant und haben sich dann das Schienennetz zunutze gemacht, um damit Vorräte und so weiter in Siedlungen zu transportieren. Sehr viel mehr stand, glaube ich, nicht drin. Wir haben uns auf jeden Fall einer Gruppe angeschlossen, um mit denen zusammen zu arbeiten. Und jetzt sind wir hier in diesem kleinen Puff aufgewacht. Okay. Wir haben anscheinend alles durchgesucht. Ich quatsche schon wieder viel zu viel und achte gar nicht dabei auf mein Spielverhalten. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie noch reinkommen, aber es scheint zumindest erstmal nicht so. Ich hoffe nicht, dass das jetzt nur die Anfangsumgebung hier ist und wir nie wieder zurückkehren. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal raus. Wird mal schauen, dass wir vielleicht lieber hier zur Hintertür rausgehen, weil mir hier vorne einfach etwas zu viel los ist. Hier sieht es etwas ruhiger aus. Es ist natürlich die Frage, wo ist der Zug? Aber irgendwie über den Zaun drüber springen können wir nicht, oder? Nö, wir können nur in ihn hineinrutschen. Sich hier oben wahrscheinlich auch alle gedacht mit hineinrutschen. Okay, da sind die Zombies. Wir sneaken mal am besten, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die uns entdecken. Der da hinten guckt so komisch. Ist hier noch was drin? Haben wir. Hier ist nichts drin und die ist ganz schön verbeult. Wenn nicht zu lange die Sonne drauf geschienen. Naja, ich muss mich jetzt nicht zwingend mit denen anlegen. Er hat ja vorhin selber gesagt, also unser eigenes Ich, was immer mit uns spricht. Weiß, hat er uns jetzt gehört?
dass das zu viele sind, um uns hier durchzuschlagen. Von daher denke ich mal, dass eine defensive Spielweise gerade angebrachter ist. Ist auch übrigens noch in Early Access das Ganze. Wir sind hier noch in einer Alpha. Also nehmt es dem Spiel nicht allzu übel, falls hier noch ein paar Bugs drin sind. So, den könnten wir doch eine reinhauen. Ich bin mir nicht sicher, ob Kopftreffer mehr Schaden machen, aber ich würde es tatsächlich versuchen. Ah, shit. Ich habe gehofft, wenn ich den von hinten dann... Ach, shit, geh weg. Komm her. Ah, ey, warum trifft der? Der hat gar nicht so lange Arme. Okay, da haben wir den Kleinen. Zu looten geben die anscheinend nichts. Oder er zumindest nicht. Vielleicht kommt es ja noch... da hinten waren schon wieder welche. So, wir haben hier Holz. Ach, ich habe schon wieder nicht eingesteckt, ich Vollidiot. Da haben wir Holz und Bettdecke. Oder Close hieß es, glaube ich, vorhin. Holz und Eisen. Holz nehmen wir alles mit. Weil, wie gesagt, es geht hier auch sehr, sehr viel um Crafting. Von daher wären wir ja dumm, wenn wir es einfach hier liegen lassen. So, da ist einer. Der hat uns zum Glück noch nicht entdeckt. Würde aber auch ganz gerne die Truhen hier drüben noch looten. Wäre es vielleicht schlau. Naja, okay, er hat uns sowieso gesehen. Ja. So, vielleicht können wir das mit dem Rutschen nutzen. Ja, das scheint mir eine ganz gute Strategie zu sein. Okay, so geht's natürlich. Oh mein Guter, tut mir leid. Wir hätten uns auch verstehen können, aber du wolltest ja nicht. Warum liegt dort schon Blut? Dann wohl zu lange an einer Stelle. Haben die Hämorrhoiden wieder durch. Saß hier zu lange auf dem kalten Stein. Was will man machen? Achso, die hatte ich schon, die hier unten hatte ich noch nicht und die hatten wir auch schon. Also loot-technisch haben wir auf jeden Fall schon eine ganze Menge gefunden. Warning Explosive. Geld und das daneben kann ich leider gerade nicht genau erkennen. Wir schauen uns das später nochmal im Inventar an. Ich würde jetzt nur ganz gern erstmal in Ruhe hier durchkommen und irgendwo einen Ruhepunkt finden, wo wir uns da mal durch das Inventar durchschauen können. Also Holz gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Geil, wie das Blut verschwindet, ne? Kommt erst, wenn wir auftauchen. Nein, oh fuck, oh shit, der scheint schnell zu sein. Ah, verpiss dich. Ah, shit. Oh Mensch, ich kann nicht mal ausweichen. Okay, wir haben ihn. Es gibt anscheinend auch welche, die etwas schneller unterwegs sind. Fußnägel schneiden könnte er auch mal. Dann bloß noch 61 Leben. Vielleicht sollten wir doch schon mal was essen. Was haben wir hier? Wir haben hier Bohnen. Was war das? Der Painkiller. Ah, Health Generation. Na, das klingt doch ganz gut. Schau mal. Wir jetzt... Okay, so können wir einmal etwas davon essen und dann bekommen wir auch wieder Leben. Alles klar. Den Rest schauen wir uns dann an im Inventar. Aber bei meinem Glück kenne ich das. Ich gucke im Inventar rum und auf einmal kommt eine Zombie-Horde von hinten und möchte mich penetrieren. Ach du Scheiße, hier sind echt viele unterwegs. Ich höre irgendwas kloppen. Da unten ist noch einer. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier oben. Hier ist nichts weiter drin. Hier drüben haben wir noch ein paar Kisten. Ich duck mich mal nicht, dass die mich sehen und auf einmal hier alle angepaced kommen. Das wäre, glaube ich, das Worst-Case-Szenario. Remove the weapon to take the item. Ich kann anscheinend... Okay. Kann ich es wieder leise hinlegen? Okay, es geht. Ich finde das immer geil, wenn auf solchen Kartons draufsteht, bitte nicht werfen oder Vorsicht, Glas. Ich glaube, die guten... Fahrer oder Spediteure da draußen werfen die Pakete dann extra nochmal durch die Gegend. Von daher macht dieser Aufkleber wahrscheinlich keinen Sinn. Wer kennt es nicht? Man wickelt etwas super geil ein, verschickt es und es kommt kaputt an. Und das Paket sieht aus wie, als hätte es den Zweiten Weltkrieg überlebt. Ja, ich weiß nicht, was wir mit dem Fass sollen. Vielleicht könnte man das von oben hier auf so einen Zombie runterwerfen. Ich würde sagen, wir probieren den Spaß mal. Wir können auch rennen. Ah, okay, wenn wir rennen, wird das Auge da oben größer, also die Prozentzahl vom Auge. Also ist es wahrscheinlich einfach nur den Aggro, den wir um uns herum ziehen, sprich, wie schnell wir gesehen werden. Hey, kleiner Zombie, komm mal her, mein Guter. Ja, ist doch gut.
Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Was soll's, dann lassen wir das. Okay, beim Ducken 33%, beim Laufen 50% und beim Rennen wird's dann anscheinend immer mehr. War hier noch was? Hier haben wir noch zwei Kisten. Holz nehmen wir natürlich mit. Holz und Bettlaken. Ich nenne es jetzt einfach Bettlaken. Woodenbox, alles mitgenommen. Wie sieht's denn aus? Wir haben 17 Kilo, aber wir sind schon wieder fast voll. Also allzu viel können wir tatsächlich nicht mit uns tragen. Hier sind natürlich noch richtig geile Kästen. Oder Kisten, besser gesagt. Würde ich natürlich noch ganz gerne looten. Wie viele haben wir denn? Wir haben einen Zombie und hier unten noch einen. Zwei Stück. Hat er uns jetzt gesehen? Oh nein, oder? Oh nö, der läuft einfach lang und hat Spaß mit dem Kegel. Irgendjemand kloppt hier die ganze Zeit wie so ein Bekloppter. Wie ein Bekloppter, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ob es Fallschaden gibt. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus, weil ich würde echt gern... Okay, hat geklappt. Ich würde halt wirklich gern die Kisten hier noch einsammeln. So viele, wie das sind. Ah, shit. Wir haben uns verraten. Die Taktik funktioniert tatsächlich ganz gut mit dem Ausweichen, außer bei den schnellen Typen. Die sind... Ach shit, wir haben anscheinend keine Ausdauer mehr. Ah, das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht bei der Taktik. Okay, aber ohne Schaden zu erlangen, das hätte doch nicht besser laufen können. Ach shit, hier war ja noch einer. Fuck. Ach, wären wir mal einen Meter weiter drüben geblieben. Immer schön aufs Auge. Komm her. Bam. Also vier Schläge sind es anscheinend. Wir probieren das später nochmal aus, ob Kopftreffer mehr Schaden machen als Körpertreffer. Ah, shit. Oh, der hat mich leicht erschrocken. Na komm. Ui, der ist ganz schön zermatscht, der Gute. Da haben wir wahrscheinlich einen Volltreffer gelandet. Aber ja, mit der Taktik fahren wir bis jetzt ganz gut. Wir müssen uns noch eine Taktik für die schnellen Typen überlegen. Aber vielleicht kriegen wir auch im Laufe des Spiels einfach noch bessere Waffen. Davon gehe ich zumindest mal stark aus. Also Holz und Eisen sind wir gut versorgt. Wir sind auch schon fast voll. 23 von 30. Ich weiß nicht, wer hier kloppt. Wir gehen noch mal kurz hier hoch. Aber das war ja gerade die Stelle, wo wir eben schon waren. Richtig, richtig. Ach du Scheiße, da unten ist einer. Ich glaube, der hat uns jetzt gesehen. Wir könnten hier über den Zaun springen, aber hier haben wir auf jeden Fall die Zugleise. Oh, hier drüben scheint der Zug zu sein. Das heißt, wir müssen dorthin. Ach, der haut da unten gegen die Tür. Warum auch immer. Vielleicht hat er schlechte Kindheitserfahrungen mit Türen. Gut, kommen wir hier irgendwie durch? Nee, ne? Sieht nicht so aus, also würde ich sagen, wir laufen hier außen rum. Hier haben wir noch einen. Na, jetzt einfach an dem vorbeirennen wäre doof. Ich habe ein bisschen Angst, dass der das da drüben dann hört. Aber was soll's? Wir kommen ja nicht drum herum. Ah, shit. Uah. Nein, ich hatte keine Ausdauer mehr. Verdammt, stirb. Okay, haben wir. Mach's gut, mein Guter. Gullideckel ist auch da. Ja, der hat echt ein Problem mit Türen. Ach, interessiert ihn gar nicht. Warum auch? Naja, dann können wir... Ah, Mist, an dem hätten wir jetzt mal probieren können, ob die... Körpertreffer. Hä? Oh nein, das ist der Schnelle von drüben, oder? Oh nein, ich möchte nicht gegen so einen Schnellen kämpfen. Oder vielleicht ist das auch ein ganz anderer, aber zumindest haben die beiden sich anscheinend nicht so gut verstanden. Vielleicht kann ich aufmachen, schlagen, zumachen. Nein, klappt nicht. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Komm her, mein Guter. Ja, ist alles gut. Also mit denen weiß ich wirklich noch nicht so richtig, was wir machen sollen. Wir seitlich ausweichen. Ui.
nochmal einen kleinen Purzelbaum hingelegt. Also wenn wir seitlich so ein bisschen zur Seite laufen. Seitlich zur Seite laufen. Deutschkünste sind mal wieder am Start. Ich wollte sagen, wenn wir seitlich etwas laufen, um ihm auszuweichen, scheint das eine ganz gute Taktik zu sein. So, wir haben hier noch Holz und eine ganze Menge Kisten. Und hier haben wir den Zug. Unser Ich spricht leider noch nicht mit uns. Ich dachte, er sagt uns vielleicht, dass wir hier richtig sind. Ich hoffe nicht, dass wir vielleicht einen anderen Zug hätten finden müssen. Wie sieht's gewichtstechnisch aus? 28 Kilo, wir sind fast voll. Aber bevor ich in den Zug steige, nehme ich natürlich nochmal alles mit. Sind hier noch Gegner? Da hinten ist einer, aber bis auf ein paar Gastanks scheint es hier nicht mehr viel zu geben. Das haben wir alles gelootet. So, wie kommen wir denn in den Zug hinein? Obwohl, wir gucken nochmal kurz hier hinter. Okay, beim Rennen geht es dann auf 100% hoch, je nachdem wie lange wir rennen. Nein! Jetzt habe ich so oft Shift gedrückt, dass mein Microsoft... Oder dass Microsoft mich angeschissen hat. Wer kennt es nicht? Ich frage mich bis heute, was der Grund dafür ist. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass die Türen kaputt gehen. Haben wir hier oben noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht springen kann. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass die Türen hier bald nachgeben. Von daher würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal auf in den Zug. Wird vielleicht ja auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier waren. So, kommen wir hier... Okay, wir können hier hochlaufen. Und hier haben wir schon mal Kabine Nummer 1. Licht können wir auch anmachen, aber das Licht sieht ganz schön verstörend aus. Ach, das ging wo... Nee, warum haben wir jetzt so eine Adern im Bild? Jetzt kommen sie wieder. Müssen wir... Ah, wir haben Durst. Oh nein, wir haben Durst. Trink was. Bottle of Water. Na komm, schnell, schnell. Trink, trink, trink. Ah, es wird immer dunkler. Jetzt. Das ging ganz schön schnell mit der Durstigkeit. Ich hätte gedacht, wir haben da etwas mehr Zeit. Ach du Scheiße, wie viele sind denn hier? Ich glaube, wir müssen wirklich weg. Das war der letzte Waggon hier. Oh, oh. Oh, oh. Die finden das gar nicht so geil, dass wir hier im Zug sind, habe ich das Gefühl. So, wir trinken uns jetzt erstmal wieder hoch und essen müssten wir auch mal langsam was. Komm, hier ein paar Bohnen. Ach, dieses geile Kaugeräusch. Könnten wir doch direkt aufnehmen und einen ASMR-Channel draus machen. Okay, wir sind im Führerhaus. Vielleicht erstmal ein bisschen Musik. Ist leider nicht drin. Was haben wir hier? Der Tank. 745 von 6400. Huch. Ich hoffe, das reicht noch ein bisschen. Hier ist Open. Wall-Kabinett. Okay, wir können hier anscheinend Sachen lagern. Nur, das ist alles dasselbe. Was haben wir hier noch Schönes? Compact Train Workbench. Eine Werkbank. Okay, hier können wir anscheinend Sachen craften. Baseballschläger und Dolch sehe ich schon mal. Hier haben wir noch einen Hammer. Hammer, genau, einen Hammer. Noch irgend so ein anderes Ding und das scheint dann auch nochmal sowas wie eine Werkbank zu sein. Was haben wir hier? Forward and Back. Vielleicht der Vorwärts- und Rückwärtsgang. Die Bremse. Und hier können wir anscheinend Gas geben. Ich würde sagen, bevor wir losfahren, lasst uns erstmal kurz schauen. Wir haben ja genügend, also wir haben ja gut was eingesammelt, dass wir uns mal so eine Werkbank hier zusammenschustern. Okay, wir haben die jetzt einstecken, oder? Genau. Und jetzt? Ah, okay, wir müssen die irgendwo hinbauen. Vielleicht sind dafür die Waggons hier hinten gedacht. Dass wir uns hier erstmal eine Werkbank hinzimmern. Vielleicht so? Wie setze ich die? Ach, okay. Warum 0%? Wir haben die doch gerade gekauft. E ist Remove, aber removen wollen wir es ja nicht. Hm. Brauchen wir vielleicht noch irgendwas dazu? Grab Hammer. Was kostet der? Der kostet jeweils nur eins. Handmade Hammer, uncomfortable but better than nothing. Okay.
Frag mich, welcher Hammer komfortabel ist. Aber was soll's. Vielleicht brauchen wir den ja. Wir müssen hier nochmal drauf rumklopfern. Ha, das sieht gut aus. Klappt das auch mit dem Basie? Nö, da lässt uns das Spiel gar nicht draufhauen. Okay. Na komm, Attacke. Und da haben wir, sehr schön, wir haben eine Workbench gebaut. Okay, hier gibt es eine ganze Menge, was wir bauen können. Ah, wir können anscheinend Mauern bauen, das ist natürlich schon mal interessant. So können wir uns tatsächlich eine komplett eigene Base erspielen. Baseballschläger gibt es auch. Ah, okay, dafür brauchen wir hier dieses Zeug. Den Stoff, um uns unten das Ganze ein bisschen komfortabler zu machen. Es gibt natürlich noch sowas Geiles. Dafür bräuchten wir Baseballschläger und... Ah, der Baseballschläger muss wahrscheinlich noch unbenutzt sein. Haben wir noch einen anderen Hammer. A great tool for working with wood. Können wir vielleicht auch noch Bäume abernten oder so. Obwohl, das macht man ja eigentlich mit einer Axt und nicht mit einem Hammer. Vielleicht können wir damit auch einfach schneller bauen. Okay, Betten gibt's noch. One bed quite comfortable. Dann würde ich sagen, wir bauen uns vielleicht noch ein Bett. Dann wird es wohl auch eine Tag und Nacht. Nein, jetzt habe ich zwei gebaut. Abbrechen, abbrechen. Hat er das noch abgebrochen? Natürlich nicht. Verdammt, das war so nicht geplant. Was soll's, dann können wir uns auch bald mal Frauenbesuch einladen. So, wo baut man das Bett hin? Vielleicht in einen anderen Waggon? Oder hier hin? Wie weit kommt man hier ran? An die... Okay, hier ist die Tür. Würde ich sagen, wir bauen es so hin. Nein, jetzt habe ich es removed. Wie, und dann ist es komplett weg, oder was? Wir hatten noch gerade noch zwei Stück einstecken. Oh, das ist natürlich etwas ärgerlich. Doch kein Frauenbesuch, gönnt uns das Spiel nicht. Naja, was soll's. So, ich wollte eigentlich den Hammer nehmen. Alter, wie viele sind hier bitte am Start? Und wir haben ein Bett und können schlafen gehen. Vielleicht bringt es ja auch was für unsere Gesundheit. Okay. Dann haben wir das schon mal. Da würde ich sagen, wir machen uns mal wieder ins Führerhaus. Und schauen mal, ob wir hier ein bisschen rumfahren können. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu bauen. Ihr habt es ja gerade gesehen, aber das möchte ich auch Stück für Stück erkunden. Und jetzt hier nicht einfach stumpf alles nacheinander abgehen. Von daher machen wir uns auf den Weg. Vorwärtsgang ist drin. Bremse ist deactivated. Wir müssten vielleicht hier noch. Aber es fährt nicht. Ah, Zündschlüssel. Oh, es scheint auch schon dunkler zu werden, glaube ich. Ah, und jetzt geht's los.